Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. In diesem Video geht es um 4 der schlimmsten Kaninchenprodukte. Beginnen wir mal mit dieser Zimmerpflanze. Sie heißt Weihnachtsstern und die dürft ihr auch auf keinen Fall in eurem Zimmer haben oder draußen bei den Kaninchen und auch auf gar keinen Fall füttern, denn diese Pflanze ist für Kaninchen hochgiftig. Dann geht es weiter, jeder kennt's, mit dem ganz normalen Kaninchen-Trockenfutter. Allein schon, wenn man sich die Zusammensetzung durchliest, wo die pflanzlichen Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, sollte man auf keinen Fall im Kaninchenregal zu diesem Trockenfutter greifen. Trotzdem greifen meist unerfahrene Kaninchenhalter zu diesen Päckchen, weil diese auch schön leuchten und das auch die Halter anlockt, vor allem kleinere Kinder. Und jetzt kommen wir zu diesen Crackern. Ich glaube, dazu muss ich überhaupt nichts mehr sagen, allein schon, wenn ihr die grünen Farbstoffe drinnen seht. Natürlich habe ich für dieses Video diese ganzen Sachen nicht gekauft. Die hatte ich noch zu Hause, weil ich früher meine Kaninchen genauso ernährt habe. Und dann kommen wir zu den fast schädlichsten Kaninchenprodukten, und zwar zu diesen Drops. Bei der Zusammensetzung steht Getreide, Öle und Fette. Und das alles, was am Anfang steht, ist auch am meisten drinnen. Also ja, ich würde das auf gar keinen Fall mehr kaufen. Ja, jetzt kommen wir auch nochmal zu einem richtig schlimmen Punkt in der Kaninchenhaltung, und zwar diese Leinen. Eure Kaninchen sollten auf keinen Fall in diese Leinen gezwängt werden, denn wenn sie Gefahr sehen, dann würden sie in freier Wildbahn und Natur auch einfach wegrennen, aber das geht nicht, weil sie an dieser Leine gehängt sind und du sicher nicht so schnell mitlaufen kannst, dass das Kaninchen sich nicht verletzt. Da sind auch schon sehr viele Unfälle dadurch entstanden. Kaninchen sind gestorben. Ich wollte noch dazu sagen, dass alle diese Sachen, die ihr hier gesehen habt, habe ich früher auch benutzt. Ich habe es einfach nicht besser gewusst und habe eben genauso diesen Sachen gegriffen, die man eigentlich nicht nehmen sollte. Und jetzt auch nochmal ein Ersatz zu diesen Knabberstangen, gibt es auch von Grainless und auch von verschiedenen anderen Anbietern solche Knabberstangen, da wo kein Getreide und keine pflanzlichen Nebenerzeugnisse so drin sind, sondern wirklich nur gute Sachen für Kaninchen. Die solltet ihr aber trotzdem nicht jeden Tag verfüttern, sondern vielleicht einmal im Monat oder einmal in 2 bis 3 Wochen. Das kann man dann schon als Leckerli verfüttern. Ja, das war's auch dann schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.